Russland, meine Damen und Herren, da hatte ich mich ja auch schon ausgelassen, was ich von der Giftgeschichte in England halte. Man kann ja so stehen, wie man will. Man kann ja sogar glauben, dass es Russland war. Beweise hat man noch nicht. Aber auf der Grundlage, keine Beweise zu haben, so ein Fass aufzumachen gegen Russland, diese Sanktionen zu verhängen, Botschafter zurückzuziehen, ohne Beweise zu haben, das ist schon ziemlich dreist. Zeugt aber von dem, wo die Reise hingeht. Wir müssen gar nicht darüber diskutieren, wer jetzt wirklich was getan hat. Werden wir, Sie und ich sowieso nicht rauskriegen. Einfach mit Lukas gesundem Menschenverstand würde es überhaupt keinen Sinn machen, dass Russland, dass die russische Regierung, dass Putin eine solche Aktion, wie sie jetzt in England stattgefunden hat, anordnen sollte. Russlands oberster Herrscher Putin ist ein Schachspieler, ist einer der besten Strategen, die wir weltweit momentan auf irgendeinem Regierungsthron haben, und der überlegt sich drei Schritte im Voraus, was passiert. Und wegen einem schon seit Jahren abgeschalteten Agenten, um ein Exempel zu statuieren angeblich, eine solche Nummer aufzuziehen, mit solchen Nachteilen für Russland in der Folge, was ja vollkommen absehbar für ihn war. Warum genau sollte er das tun? Ein Exempel zu statuieren, das hätte auch ein Autounfall sein können, und da hätte jeder Agent gewusst, was dahinter stand. Da hätte man die Nummer nicht fahren müssen und Mord begehen und seine Visitenkarte am Tatort hinterlassen, wenn man den Argumenten der Engländer Glauben schenken will. Also schlichtweg, es macht keinen Sinn. Und wenn etwas keinen Sinn macht in einer solchen politischen Situation und absolut keine Logik ergibt, dann glaube ich die Nummer auch so nicht. Und wie gesagt, Beweise liegen nicht vor, und wir erinnern uns an die Beweise von den Giftgas, von den Massenvernichtungswaffen im Irak. Wir wissen, was wir von Regierungsbeweisen inzwischen zu halten haben. Also kurzum, der gesunde Menschenverstand sagt mir Bullshit. Aber es passt ja auch ins Gesamtbild. Worum geht's? Auch hier, unser Freund Brzezinski hat es ja in seinem Buch niedergeschrieben, um was es geht. Man möchte in Russland eine Veränderung im Kreml haben. Man möchte da am liebsten einen Oligarchen haben, der das Land ausnimmt und der westlichen Hemisphäre einverleibt, unter dem amerikanischen Hegemon natürlich. Und solange das nicht möglich ist, solange da so ein starker Mann wie der Putin beispielsweise sitzt und das da einfach nicht mitspielen will, geht es darum, Russland zu isolieren, wie so ein Karzinom abzukapseln, von allem außen zu isolieren. Das heißt dann eben auch die Botschafter zurückzuziehen, die Handelsbeziehungen zu unterbrechen, auch zu befreundeten Staaten etc. Die Gaslieferung idealerweise sollen wir auch nicht mehr von denen nehmen, sondern eher von Amerika. Es geht darum, Russland komplett abzukapseln, damit man am Rest der Welt dann so lange einfach sein eigenes Ding machen kann, Russland ignorieren kann, bis es einem irgendwann gelingt, dort im Kreml eine Veränderung herbeizuführen. Und dazu dient all das, was wir in diese Richtung jetzt in den letzten Jahren sehen. Die NATO-Osterweiterung, das Heranführen der Armeen an die russische Grenze. Und wenn ich dann, wissen Sie, wir führen die größte Armee seit dem Zweiten Weltkrieg direkt an die russische Grenze, stationieren Raketensysteme, die wenige Flugminuten nach Moskau haben, und sprechen dann von der russischen Aggression. Und wenn dann das Handelsblatt sich nicht entblödet zu schreiben, dass die Appeasement-Politik gegenüber Putin gescheitert sei, da muss man sich schon schwer an den Kopf fassen und sagen, Freunde der Nacht, ihr könnt ja eure Propaganda machen, wie ihr wollt, aber hört doch auf, mich für blöd zu verkaufen. Für wie bescheuert haltet ihr das uns eigentlich, denen ihr solche Meldungen vorsetzt? Also da muss man manchmal schon an sich halten, um hier nicht wirklich unfreundlich zu werden. Aber so ist die Situation. Nochmal, die Strategie der Amerikaner, aus deren Sicht sicherlich nachvollziehbar. Wahrscheinlich würde Russland, wenn es in der gleichen starken Position wäre, möglicherweise es genauso tun. Die Amerikaner machen das so. Aber schlichtweg, wenn ihr mich schon verarschen wollt, gebt euch doch wenigstens Mühe dabei. Russland, meine Damen und Herren, da hatte ich mich ja auch schon ausgelassen, was ich von der Giftgeschichte in England halte. Man kann ja so stehen, wie man will. Man kann ja sogar glauben, dass es Russland war. Beweise hat man noch nicht, aber auf der Grundlage, keine Beweise zu haben, so ein Fass aufzumachen gegen Russland, diese Sanktionen zu verhängen, Botschafter zurückzuziehen, ohne Beweise zu haben, das ist schon ziemlich dreist. Zeugt aber von dem, wo die Reise hingeht. Wir müssen gar nicht darüber diskutieren, wer jetzt wirklich was getan hat. Werden wir, Sie und ich sowieso nicht rauskriegen. Einfach mit Lukas gesundem Menschenverstand würde es überhaupt keinen Sinn machen, dass die russische
Regierung, dass Putin eine solche Aktion, wie sie jetzt in England stattgefunden hat, anordnen sollte. Russlands oberster Herrscher Putin ist ein Schachspieler, ist einer der besten Strategen, die wir weltweit momentan auf irgendeinem Regierungsthron haben. Und der überlegt sich 3 Schritte im Voraus, was passiert. Und wegen einem schon seit Jahren abgeschalteten Agenten, um ein Exempel zu statuieren angeblich, eine solche Nummer aufzuziehen mit solchen Nachteilen für Russland in der Folge, was ja vollkommen absehbar für ihn war. Warum genau sollte er das tun? Ein Exempel zu statuieren, das hätte auch ein Autounfall sein können und da hätte jeder Agent gewusst, was dahinter stand. Da hätte man die Nummer nicht fahren müssen und Mord begehen und seine Visitenkarte am Tatort hinterlassen, wenn man den Argumenten der Engländer Glauben schenken will. Also schlichtweg, es macht keinen Sinn. Und wenn etwas keinen Sinn macht in einer solchen politischen Situation und absolut keine Logik ergibt, dann glaube ich die Nummer auch so nicht. Und wie gesagt, Beweise liegen nicht vor und wir erinnern uns an die Beweise von den Giftgas, von den Massenvernichtungswaffen im Irak. Wir wissen, was wir von Regierungsbeweisen inzwischen zu halten haben. Also kurzum, der gesunde Menschenverstand sagt mir Bullshit. Aber es passt ja auch ins Gesamtbild. Worum geht's? Auch hier, unser Freund Brzezinski hat es ja in seinem Buch niedergeschrieben, um was es geht. Man möchte in Russland eine Veränderung im Kreml haben. Man möchte da am liebsten einen Oligarchen haben, der das Land ausnimmt und der westlichen Hemisphäre einverleibt, unter dem amerikanischen Hegemon natürlich. Und solange das nicht möglich ist, solange da so ein starker Mann wie der Putin beispielsweise sitzt und das da einfach nicht mitspielen will, geht es darum, Russland zu isolieren. Wie so ein Karzinom abzukapseln, von allem außen zu isolieren. Das heißt dann eben auch die Botschafter zurückzuziehen, die Handelsbeziehungen zu unterbrechen, auch zu befreundeten Staaten etc. Die Gaslieferung idealerweise sollen wir auch nicht mehr von denen nehmen, sondern eher von Amerika. Es geht darum, Russland komplett abzukapseln, damit man am Rest der Welt dann so lange einfach sein eigenes Ding machen kann, Russland ignorieren kann, bis es einem irgendwann gelingt, dort im Kreml eine Veränderung herbeizuführen. Und dazu dient all das, was wir in diese Richtung jetzt in den letzten Jahren sehen. Die NATO-Osterweiterung, das Heranführen der Armeen an die russische Grenze. Und wenn ich dann, wissen Sie, wir führen die größte Armee seit dem Zweiten Weltkrieg direkt an die russische Grenze, stationieren Raketensysteme, die wenige Flugminuten nach Moskau haben und sprechen dann von der russischen Aggression. Und wenn dann das Handelsblatt sich nicht entblödet zu schreiben, dass die Appeasement-Politik gegenüber Putin gescheitert sei, da muss man sich schon schwer an den Kopf fassen und sagen, Freunde der Nacht, ihr könnt ja eure Propaganda machen, wie ihr wollt, aber hört doch auf, mich für blöd zu verkaufen. Für wie bescheuert haltet ihr das uns eigentlich, denen ihr solche Meldungen vorsetzt? Also da muss man manchmal schon an sich halten, um hier nicht wirklich unfreundlich zu werden. Aber so ist die Situation. Nochmal, die Strategie der Amerikaner, aus deren Sicht sicherlich nachvollziehbar. Wahrscheinlich würde Russland, wenn es in der gleichen starken Position wäre, möglicherweise es genauso tun. Die Amerikaner machen das so. Aber schlichtweg, wenn ihr mich schon verarschen wollt, gebt euch doch wenigstens Mühe dabei.